Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Officer Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute wieder weiter, natürlich. Mal gucken, was uns heute so ansteht. Wir brauchen insgesamt noch 3 Sterne und dann hätten wir den ledigsten Stadtteil frei und das wollen wir heute angehen. Ja, ich habe tatsächlich gerade es nebenbei gelesen. Eigentlich wollten wir das Ding hier bis zum 4.4. spielen und dann auf Hogwarts Legacy umsteigen. Ja, dieses Spiel ist weiteres Mal verschoben worden, kommt jetzt am 5.5. raus für die PS4. Ja, ich habe immer noch die PS4. Ich werde dann quasi Ende Mai erst auf die PS5 umsteigen. Das hätte ich längst schon aufnehmen können. Mich nervt es gerade so ein bisschen. Ich habe mich drüber gefreut und darf nochmal einen weiteren Monat warten. Happy Birthday. Das heißt, ihr habt mich ein bisschen weiter an der Backe hier im Polizeialltag. Es sei denn, es kommt halt irgendwo noch was raus, was ich sagen muss. Ey, das muss ich jetzt unbedingt spielen, aber momentan ist es ja nicht der Fall. Na gut. Wie immer sei, wir machen heute weiter und es kam gerade ein kleines Update rein, aber das machen wir dann erst quasi, ja, irgendwann. Egal. Gut, was machen wir denn heute? Ist durch Downtown? North Point? Machen wir North Point mal wieder bei der Nacht oder was, ne? Eine Fußschleife. Wir brauchen, wie gesagt, insgesamt 3,5 noch 3 Sterne. Und ja, mal gucken, wann was, wie wir sagen. Es wird eine Weile noch dauern, auf jeden Fall, bis wir den nächsten Stadtteil haben. Das ist schon mal soweit klar. Aber naja. Wir machen es schon irgendwie. So. Wir sollen Raser melden. Na, das ist schon mal wichtig. Jetzt. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. So, du kriegst erstmal eine kleine Knöllchen, weil du stehst ein bisschen weiter auf dem Bürgersteig. Du stehst schon mal in die Fahrt, nicht gegen der Fahrtrichtung, mein Freund hier. Ja, ist okay, aber wie gesagt, entgegen der Fahrtrichtung. In erster Linie sollen wir mal Raser melden. Das war jetzt echt der Plan der Sache. Für 35 ist hier erwischt. Der fährt genau richtig. Gucken wir mal gerade. Der muss bremsen wegen der. Geh weg. Das Taxi ist leider ein bisschen weg von der Ampel. Das ist das Problem an der Sache. Da vorne sehe ich schon wieder einen Parker, der auf dem auf dem Bürgersteig steht. Hallo, Officer. Ja, es sind 35. Ich weiß, dass er mich gegrüßt hat. Ich habe es mitbekommen. Erwischt. So. Soweit. Das geht aber laut an, ne? Den krieg ich. Den krieg ich nicht. Schade, oder? Ja, nee, ich krieg ihn nicht. Schade, ich dachte, ich hätte ihn bekommen. Gefühl war ja nämlich sehr, sehr laut. Ich würde ihn hätten gerne mal. Wow, Alter. Was ist denn der jetzt fabriziert da?
Der war ein bisschen zu schnell. Ich war nur nicht schnell genug mit der Radarpistole. Fußgängerüberweg. Ich weiß, ich habe gerade gesehen, dass einer da irgendwas hingeworfen hat. So, machen wir das mal so. Ja, gut, okay. Der hat jetzt Glück gehabt, dass er noch straffrei davon gekommen ist. Können Sie mir bitte weiterhelfen, Officer? Kann ich versuchen. Hallo, Officer. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Ich suche die Kirche. Könnten Sie mir die auf der Karte zeigen? Nun, ich markiere Ihnen den Standort der Kirche auf der Karte. Gut. Dann müssen wir in die Kirche gucken. Haben wir die überhaupt schon freigeschaltet? Warte mal. Orte, Andrews Bakery. Riesiger Kopf, Wache. Kirche, Kirche. Wir haben aber keine Kirche, ne? Sieht aber nicht so aus, als könnten wir gerade der weiterhelfen irgendwie. Leider nicht. Ich glaube, ich habe den. Was zerviniert? Ja gut, das sowieso nicht. Zecker Group. Einkaufen, Restaurant, Infrastruktur, kurze. Sorry, ich kann leider nicht helfen. Aha, oh, da bräuchte ich ja ein Taxi. Trotzdem danke, Officer. Eigentlich konnte ich helfen jetzt. So, obwohl wir haben es tatsächlich als akzeptiert bekommen. Okay, nimm was mit. So, Strafe wegen Falschparken. Erstmal die andere Richtung. Ist sie überhaupt abgelaufen oder passt das noch? Das passt, das ist grün. Die Frage ist, was ist mit dir hier? Taxistand. Der darf also abgeschleppt werden hier, der Kollege, weil der steht tatsächlich im Taxistand. Ich guck gerade hier. Warum? Wieso krieg ich abgezogen? Ich hab doch richtig gemacht. Ich krieg jetzt mal eine Knolle und dann kann hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Es ist eine Taxizone. Ein Abschlepper wurde bereits an ihren Standort geschickt. Da kommt er auch schon. Den nehmen wir mit. Und du stehst ein bisschen weit auf dem Bürgersteig. Bürgersteig hier. So. Ich hab doch gesehen. Moin. Festhalten wegen Anbringung von Graffiti. Ich muss Sie wegen Graffiti-Vandalismus festhalten. Das Sprühen von Graffiti ist eine Kunstform und ich bin stolz darauf. Die haben wir auf jeden Fall schon mal. So, Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. So, die auf jeden Fall hat auf jeden Fall noch Cannabis. Das müssen wir noch ein bisschen Mittag behalten. Ablaufdatum 24.12. Also sie hat noch 3 Wochen. So, durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Oh, Marihuana und eine Sprühdose. Okay. Verstoß bestrafen. Auf jeden Fall erstmal das Anbringen von Graffiti. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Beschädigung von Eigentum. Dieses wird sich auf zwischen 400 und 1000 Dollar belaufen. Sie vermiesen mir den Tag. Tja. So, kann ich da jetzt noch irgendwas... Warte mal. Kann ich die nicht... Ich hätte schon anlegen. Illegale Waffe besitze ich. Betäubungsmittel. 28 Gramm. Okay, sie darf ja eigentlich. Okay. Gut. Strafbefehl? Nein, jetzt nicht. Rein theoretisch hat sie ja ihre Strafe jetzt bekommen.
Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, die ist schon mal wieder safe. Na gut, sie hat jetzt Graffiti dran gemacht. Die steht immer noch da, ne? Will die jetzt nochmal daran? Okay, das Auto hat schon. Sag mal. Du kriegst jetzt eine Verkehrsanweisung, das heißt, das Gelände zu verlassen. Zu Ihrer Sicherheit nutzen Sie bitte nicht diesen Bürgersteig. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Entspannen Sie sich, Officer. Ich sehe hier keinen Notfall. Eigentlich wollte ich, dass du gehst. Warte mal. Verkehrsanweisung. Bitte kooperieren Sie und warten Sie hier. Sie haben kein Recht, mich hierzu aufzufordern. Das war eigentlich auch nicht der Plan an der Sache. Ich wollte dich eigentlich gehen. So, warte mal. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So. Ja, minus 4. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir das jetzt verloren haben. Aber die ist mir gerade ein bisschen suspekt. Die steht nämlich da immer noch in der Ecke. Ja? Aber sie, weiß nicht, ob sie da jetzt sagt, ob sie da jetzt nochmal was macht. So, ein bisschen haben wir noch. Nun mal jetzt mal den Raser hier vorne. Und jetzt mal eine Knolle rein. Erste Linie mal falsche Richtung. Nur 5 pro. Ja, weil das nicht unsere Hauptaufgabe ist, weil das die Hauptaufgabe ist. Moment, halt. Taxistand. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. So, den nehmen wir mit, weil der in der Taxizone steht. Stopp. Festhalten wegen der Umwelt. Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Im Ernst? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, hat das was du. So, Zeigen Sie mir Ihren Ausweis bitte. Warum nicht, Officer? Die ist ziemlich betrunken, ja? Oder? Kann das sein? Durchsuchen. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte. War aber laut. Ich habe nichts getan! Warte mal. Nicht die Radar. Warte mal, oder Radarpistole, du zeigst nicht. Elektroschock, da ist er. Die haut nämlich jetzt ab, die kriegt nämlich jetzt auf jeden Fall. Warte mal, haut die jetzt ab oder was? Ich würde sie jetzt nämlich gerne festhalten. Wie geht's, Officer? Lass mich gerade in Ruhe, ich muss kurz die Olle jetzt hier. Stehen bleiben. Das ist nicht wahr, ne? Ja, damit ist die raus, ist der Nummer. Sei denn, sie kommt jetzt nochmal zurück. Das kann natürlich sein. Ich hoffe, dass ich jetzt noch sagte, sie kommt nochmal zurück. Die steht nämlich da hinten, deswegen. Oder? Steht die da hinten? Ja. Na, mal gucken. Vielleicht tut uns den Gefehler gefallen und... Ja, ich komme hier nicht tatsächlich rüber, nur ich weiß, Bordsteinkante ernsthaft. Die Frage ist... Ja, die ist raus. Scheiße! Die ist natürlich jetzt bitter... Sie ist natürlich jetzt bitter, dass sie raus ist. Ist ja nur... Egal, dann kontrollieren wir schon mal die nächste Person. Wo ist denn der jetzt hier hin? Okay. Umweltverschmutzung. Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Wo soll ich den Müll denn bitte hin tun? Hier ist doch weit und breit kein Mülleimer. So, erstmal machen wir mal. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Personalausweis fragen. Ich muss mal schauen, ob ich ihn finde, Officer. Die ist aber auch schrunzenvoll, ne? Da
11.20 Uhr, okay. So, wollen wir mal. Oh ja. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Ich hatte nichts damit zu tun. Oh, lass mich doch in Ruhe heute. Das haut die auch ab, wenn die. Das. Ja, tschüss. Ey, die haut jetzt gerade. Die haut jetzt ab in die anderen Viertel. Schade. Da ist schon der zweite jetzt. Jetzt müssen wir zurück. Wir machen kurz die Knolle hier noch rein und dann machen wir wieder zurück zur Wache. Ist um, ja, Officer. Ich weiß. Machen wir zurück. Ja, ärgerlich. Gerade. Die zwei, die hätten wir gerne mitgenommen. Die zwei hätten wir so gerne, hätte ich doch gerne mitgenommen. Jetzt mal kurz eben noch schnell zurück zur Wache. Die Nummer auch in die falsche Richtung. Warte mal. Der hat eigentlich drei Knöllchen jetzt verdient. Parkour abgelaufen? Dann hat er noch die falsche Richtung. Und tatsächlich steht er sogar noch auf dem Bürgersteig. Die stehen aber alle, ne? So. Welche Richtung? Die nehme ich mal mit, die Punkte. Aber wir haben jetzt eh nichts. So, du und du direkt hinterher. Position und Ausrichtung, falsche Richtung. Wieso sie sich die Arbeit machen, extra hier auf die Seite zu fahren? Nochmal zurück. Das Ding läuft, das Ding läuft noch. Nee, ja, ist okay. So, machen wir zurück zur Wache. Die ist direkt hier vorne. So. Wo ist eine Haltezone? Zu dicht am Übergehweg. Aha, tatsächlich. Und falsche Richtung. So, dann checken wir noch kurz eben die zwei und dann nochmal Feierabend. Ich hab's schon mitbekommen, ja. So, Position und Ausrichtung, ebenfalls falsche Richtung. Achso, der hat schon die Knolle gekriegt, ne? Und du hast auf dem Bürgersteig nicht zu packen. Ach, der hat auch schon die Knolle gekriegt. Egal. Doppelt hält besser. Moin. Und tschüss. So, Feierabend. Für heute. So, haben wir. Leider haben wir noch nicht. Wir brauchen noch 900. Ach, wir haben tatsächlich. Ach so, ja. Was ich gerade angemerkt habe. Wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir 4 Schichten, glaube ich, hintereinander fahren ohne Urlaub. Oder 5, kriegen wir 9 Stadtteil. Cool. Wir können jetzt Melting Pot natürlich schon sagen, wir machen diesen ab. Aber ich würde sagen, wir machen 9 Stadtteil frei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Update. Genau, wir haben noch Down, Multiple 3 Sterne, hier haben wir 10 insgesamt zu fahren, hier haben wir noch 14 zu fahren. Wir haben also noch ein bisschen zu tun, dadurch, dass eigentlich mein großes Ziel mit dem Hogwarts Legacy sich wieder einen Monat verschoben hat. Werden wir tatsächlich
tatsächlich hier noch ein bisschen aufhalten. Bis dahin und ciao. Eventuell kriegen wir sogar alle Sterne noch absolviert. Bis dann.